Herzlich willkommen im Kölnitzer YouTube-Channel. Wir sind bei Martin Kammerer und das Thema heute ist Überbesatz im Keuteich. Und deswegen auch hier die Frage an dich, Martin. Was bedeutet eigentlich Überbesatz im Teich und was macht das so gefährlich? Ja, ich sage immer so schön, Überbesatz ist der Beginn des Wahnsinns und das Ende des Spaß am Koi-Hobby. Überbesatz heißt, dass ich einfach viel mehr Fische in meinem Teich habe, als der eigentlich in Relation zu meiner Filtertechnik und vor allem in Relation zu dem Management, was ich bereit bin zu investieren, vernünftig macht. Das ist Überbesatz. Es ist immer schwierig, du würdest mich jetzt wahrscheinlich fragen, wann fängt der Überbesatz an? Das ist immer schwierig in Zahlen auszudrücken. Wenn ich jetzt sage, mehr als ein Fisch pro Kubikmeter Wasser beginnt der Überbesatz, dann hakt die Angabe schon allein deshalb, weil sprechen wir von so großen Fischen oder von so kleinen. Wenn ich jetzt einen 20.000 Liter Teich habe, da kann ich 50 so kleine Fische reinsetzen, das ist überhaupt kein Problem, aber ich kann keine 50 so große reinsetzen. Also von daher gibt es keine vernünftige Angabe. Okay. Überbesatz, wenn Sie ein Sauerstoffmessgerät zur Hand haben, würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich jetzt meinen Stecker ziehe, sprich ich simuliere einen Stromausfall und ich merke nach ein, zwei Stunden, das ist der Sauerstoffwert, das ist eigentlich dann der limitierende Faktor oder der erste Faktor, der gefährlich wird, der erste Wasserwert, der gefährlich wird, habe ich nach ein, zwei Stunden einen Sauerstoffwert, der deutlich unter 5, 6 Milligramm fällt, dann kann ich sagen, ich habe viel zu viele Fische im Teich. Das ist jetzt natürlich der Extremfall und hier in Deutschland haben wir auch nicht ganz so häufig Stromausfall. Aber eigentlich beginnt der Überbesatz da, wo ich eigentlich merke, ich bekomme schon im ganz normalen Alltag Schwierigkeiten, den Sauerstoff ins Wasser zu bekommen. Also ich habe Schwierigkeiten, meinen Sauerstoff über 7 Milligramm pro Liter zu bekommen, aber auch im Sommer bei 4, 25 Grad, wenn eigentlich die Sauerstofflöslichkeit des Wassers sinkt oder ich merke, dass mein pH-Wert deutlich unter pH 7 fällt, dass ich also permanent mein Wasser am Aufhärten bin, dann kann man eigentlich davon ableiten, dann beginnt der Überbesatz. Und die negative Folgen vom Überbesatz sind, also die sind so vielfältig, dass man eigentlich nur ein paar aufzählen kann. Die Krankheitsanfälligkeit der Koi steigt massiv. Probleme mit Parasiten steigen meiner Erfahrung nach massiv, weil die Koi einfach sehr viel häufiger auch Schleimhautkontakt untereinander haben. Also wenn ein Koi was hat, haben es am Ende alle. Was sind noch negative Folgen vom Überbesatz? Ich kann meine Fische auch nicht mehr vernünftig ernähren. Das ist ein ganz großes Problem. Also man hat dann in der Regel in sehr dicht besetzten Teichen hat man ein paar vorwüchsige Koi, die als erstes immer an der Fütterung sind, die sehr zahmen Koi, die hauen sich als erstes den Bauch voll und dann hat man welche, die schüchterneren, die mehr im Hintergrund sind, die dann über Jahre überhaupt nicht wachsen. Also das ist dann irgendwie ein buntes Mischmasch, das aber am Ende mehr Probleme macht, als Spaß bringt. Und vor allem, wenn man sich dann mal eine Krankheit eingeschleppt hat oder sich eine Krankheit im Bestand gebildet hat, aus dem Management heraus oder über schlechte Wasserwerte, dann habe ich natürlich auch das Problem, dass man die nur noch sehr schwer auch in den Griff bekommt. Und was die Wasserwerte angeht, kann man auch sagen, na klar, in einem völlig überbesetzten Teich sind die wasserchemischen Gesetze, die gelten, wie sich die Wasserwerte verändern, die sind die gleichen wie in einem schwach besetzten Teich, nur laufen sie eben sehr viel schneller ab. Also wenn mal die Kondition meines Filters sinkt, wenn die zurückgeht, wenn die Filterbakterien nicht mehr so aktiv sind, nicht mehr so hohe Abbauleistung haben, was in jedem System mal passieren kann, dann habe ich in einem normal besetzten Teich vielleicht schlechte Wasserwerte, die sich in Ammonium- oder Nitritwerten von 0,2, 0,3 Milligramm pro Liter manifestieren. In einem dicht besetzten Teich kann es dann auch mal schnell auf 0,5, auf 1 Milligramm pro Liter gehen, wo es dann für die Koi schon richtig Probleme machen kann. Sehe ich es auch irgendwie im Wasser, also dass Wasser dreckiger ist wahrscheinlich oder dass mehr Mulm im Wasser ist oder sowas? Kann ich das da auch festmachen an sowas? Also das ist natürlich auch ganz klar, mehr Fisch heißt mehr Futter heißt mehr Kot und der muss natürlich erstmal zum Filter abtransportiert werden und da merkt man natürlich schon, sieht man das ganz klar an der Wasserklarheit und das braucht jetzt auch wieder ein etwas geübtes Auge, überbesetzte Teiche haben sehr häufig auch ein müdes Wasser. Also das Wasser hat an der Oberfläche keinen schönen Glanz mehr, sondern es wirkt einfach insgesamt sehr erschöpft. Okay. So. Wenn ich jetzt das Problem aber habe, ist es da, ich habe einen überbesetzten Teich, alle Parameter sprechen dafür, kann ich was tun?
Ja, man kann sich von einem Parkhoi trennen und das kann ich auch jedem immer nur wärmstens empfehlen. Man sagt immer, eine Armee ist immer nur so gut wie der schwächste Soldat. Und da würde ich einfach die Koi dann an meinen Nachbar verschenken oder über irgendwelche Börsen verkaufen, wo ich einfach sehe, dass die sich in meinem Bestand nicht wohlfühlen. Und das sind eigentlich dann die, die ich vorher angesprochen habe, jetzt gerade die, wo sie vielleicht nicht durchsetzen können, die eher Schüchternen, wo immer im Hintergrund sind, die, wo man sieht, dass sie einfach nicht so zur Fütterung kommen. Und das sind dann einfach Koi, die sich, um es mal ganz salopp auszudrücken, überfordert fühlen in dem Teich, die einfach sich nicht durchsetzen können. Und diese Tiere kann man in so einem Bestand dann einfach nicht vernünftig halten. Und da die Tierliebe natürlich im Vordergrund steht und auch die Fürsorge fürs Tier, kann ich da nur empfehlen, da sollte man schauen, dass man da guckt, dass man einen relativ ausgeglichenen Bestand hat. Und das wird man auch schnell merken, wenn man den Überbesatz mal beseitigt hat, also das jetzt nicht böse anhören, aber dann hat man ein sehr viel homogeneres Bild im Teich und man wird feststellen, dass die Koi dann auch alle sehr gleichmäßig wachsen und sich wohlfühlen. Perfekt. Vielen Dank und wir sagen danke für die Aufmerksamkeit. Jo.